Katalog Nummer 20 in der Bahn. Grisou, Dreijäger, Reitpony Hengst von Golden Grey NRW aus der Gala von Devonport 2, Brillant Boomerang. Reitpferde platziert. Finalist im Westfälischen Reitpony-Championat 2022, ebenfalls aus hochsportlich erfolgreichem Mutterstamm. Reinhard Jeite aus Teigte, stolze Züchter. Grisou mit Nicole. Ja, und dieses Pferd überzeugt durch ein hohes Maß an Grundrittigkeit. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages unheimlich wichtig, wenn man deutsche Reitponys beurteilen will. Man muss immer davon ausgehen, dass da nicht so top erfahrene Reiter im Sattel sitzen, wie es Nicole ist, sondern es sind Pferde, die am Ende des Tages von Kindern geritten werden sollen. Und das ist hier wirklich der Fall. Also wenn man diesen Golden Grey NRW Nachkommen, den Grisou, sieht, dann weiß man, der ist von einem Kind, natürlich muss auch das Kind ordentlich ausgebildet sein, nachzureiten. Und Nicole zeigt uns mal, was in so einem dreijährigen Pferd schon steckt, wie man so schön sagt, was möglich ist. Wir sehen ihn jetzt in einem ansprechenden Arbeitstrab. Mehr würde ich auch gar nicht verlangen von ihm. Erstmal ein schönes, gleichmäßiges Tempo, sicher den Takt erarbeiten. Das sind ja die Kriterien, die zunächst mal von zentraler Bedeutung sind. Und genauso, wie uns das hier Nicole vorführt, dann auf dieser Basis ein feiner Übergang in den Galopp hinein. Man sah förmlich das angaloppiert schon, als das Pferd noch im Trab gewesen ist. Genau so muss es sein. Das ist auch für den künftigen Besitzer wichtig, dass man darauf achtet, eine gute Trabarbeit zu haben, gut den Zirkel zu reiten und auf der Basis dann den Galopp zu entwickeln, der sehr schön in der Balance ist, ganz sicher im Takt ist, gut gerade gerichtet ist. Das Pony galoppiert in wirklich netter Weise an das Gebiss heran, gebraucht seinen Körper gut und richtig und jetzt ein feiner Übergang in das Arbeitstempo des Trabes. Dann würde ich eine Runde Zirkel wieder reiten und wenn du ein gutes Gefühl hast, Nicole, dann entwickel bitte auch auf der rechten Hand den Galopp. Ganz wichtig, dass wir die Arbeit, die wir auf der linken Hand machen, in gleicher Weise auch versuchen, rechts hinzukriegen. Das gilt für Grisou, aber natürlich auch für jedes andere Pferd und Pony. Ja, Ladies and Gentlemen, Grisou, number 20, a well-trained horse with a good rideability. This horse is lovely to train. This horse is trained into the right direction in a nice way in front of the rider's aids. And you see the horse is very soft in the rider's hands. And I would say easygoing, lovely to train. And for me, it's a good example how ponies have to be. Nicole is a grown-up adult, and I'm absolutely sure that this pony is willing to work with the kid. And therefore, it's a lovely, lovely pony for a kid, a young boy or a young girl. And you see, one of his highlights are an amazing walk, very good covering ground and overtracking and absolutely clear in the two-beat rhythm. Ja, meine Damen und Herren, der Schritt jetzt am Ende dieser kurzen Präsentation ist wirklich ein Highlight, wirklich sehr schön durch den Körper schreitend, absolut sicher im geregelten Viertakt mit sehr viel Schulterfreiheit und gutem Überfußen. Dankeschön, Nicole.